Hier ist das einzig wahre deutsche Fernsehen mit der Tagessau. Heute im Studio Gutvater auf Nutella. Hallo ihr kleinen Kackerse und willkommen zur neuesten Tagessau. Denkt daran, falls ihr es vergessen haben solltet, weil ihr gerade wehirrend des Tunnelbaus zum Tresorraum der Nachbarbank eingeschlafen seid, Kanal abonnieren, Glocke bimmeln lassen, um auch zukünftig nichts zu verpassen und den ein oder anderen düsteren Lichtblick in unserer völlig abstrusen Welt zu kassieren. Und dann können wir auch direkt loslegen mit den schönsten neuen Meldungen im besten Diffamierungs-Darkroom Deutschland. Robert Habeck soll Kanzlerkandidat werden. Habeck soll Kanzlerkandidat der Grünen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr werden. Aus dem Führungskreis der Grünen ist zu hören, dass es ein klares Mehrheitsbild für die Kandidatur Habecks gebe. Nachdem die mögliche ukrainische Außenministerin Baerbock im Jahr 2021 mit ihrer Kandidatur verloren habe, sei nun Habeck am Zug. Habeck sei starker Vizekanzler und ein begnadeter Wahlkämpfer, heißt es selbstbewusst, trotz Mauer Umfragewerte. Außerdem schneide Habeck in den Direktwahlumfragen regelmäßig besser ab als Baerbock, etwa im RTL-NTV-Trendbarometer, wo der Wirtschaftsminister konstant vor der Außenministerin liegt. Offiziell verbreitet die Parteispitze noch die Losung, die Mitglieder sollten über die Kanzlerkandidatur in einer Urwahl entscheiden, falls es mehrere Kandidaten gibt. Doch dazu dürfte es gar nicht erst kommen. In Berlin wird verbreitet, dass Baerbock auf eine Kampfkandidatur verzichte. Sie lasse Habeck diesmal den Vortritt. Der seit Monaten wiederholte Baerbock-Satz, der Vizekanzler führt die Grünen in der Koalition, gelte auch für den Wahlkampf. Als ein deutliches Signal für die Kanzlerambitionen wird die jüngste Osterbotschaft Habecks gewertet. Es ist ganz im Stil einer Regierungserklärung inszeniert. Der Vizekanzler redet in dunklem Anzug und roter Krawatte staatstragend über Krieg und Frieden. So als wolle er die traditionelle Neujahrsansprache des Bundeskanzlers kontern. Und Habeck nutzt seine Osterbotschaft für eine Frontalkritik an der SPD, an deren zaudernder Ukraine-Politik und dem Vorschlag des SPD-Fraktionschefs nach einem Einfrieren des Krieges. Habeck startet in die Kanzlerkandidatur freilich mit einigem Ballast. Er begann die Legislatur als beliebtester Politiker Deutschlands, Kanzlerkandidat der Herzen und Glaubwürdigkeitskönig. Doch seine Beliebtheitswerte massiv ein. Zunächst war da die Vetternwirtschaftsaffäre um Habecks Staatssekretär Patrick Greichen. Dann unterliefen ihm in der Energiekrise Fehler. Mit der Idee eine Gasumlage stand Habeck plötzlich allein da. Das Heizungsgesetz war ein einziger Unfall. Weite Teile des Mittelstands und die meisten Wirtschaftsverbände machten und machen Front gegen den Minister. Und das auch zu Recht. Immerhin steht Robert vor allem für eines: Geseier auf niedrigstem Niveau. Und das scheint einigen Leutchen anscheinend wohl oder eher übel zu gefallen. Man könnte auch sagen, dass es selten einen Kinderbuchautoren im Gewand eines Politikers gab, welcher insbesondere durch leere Worthülsen und Phrasendrescherei sich ins Herzen der wohlmöglich an Malaria erkrankten Wählerschaft in Deutschland gesabbelt hat. Oder wie seht ihr das? Es gibt da so einen Spruch, der viel Wahrheit in sich trägt, auch wenn er an einen dieser Glückskekse-Sprüche erinnert: Man kann ein Schwein in einen Anzug stecken, es bleibt immer noch ein Schwein. Eine vielleicht interessante Metapher im Zeichen der kompetenzentlasteten Politiker mit mangelnder Fachkenntnis in ihren eigenen Ressorts. Oder liege ich etwa falsch? Inflation so niedrig wie seit knapp 3 Jahren nicht mehr. Billigere Energie und Nahrungsmittel haben die Inflation in Deutschland im März auf den tiefsten Stand seit fast 3 Jahren gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 2,2% zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt zu seiner Schätzung mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit April 2021, so die Statistiker. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dies exakt vorausgesagt. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 2,5% betragen. Von Februar auf März stiegen die Preise, und zwar um 0,4%. Das 2%-Preisziel ist aus deutscher Sicht fast erreicht. Inflationssorgen aber bleiben, sagte Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Hauck-Aufhäuser Lampe Privatbank, gegenüber NTV und D. Auf Sicht der nächsten Monate wird die Inflationsrate eher etwas steigen. Der allgemeine Trend der Inflationsentspannung ändert sich dadurch nicht. Hohe Lohnabschlüsse und gestiegene Agrarrohstoffpreise sind aber eine Bedrohung. Die Datenabhängigkeit der EZB bezüglich Zinssenkungen macht daher Sinn. Für die sinkende Inflation sorgte vor allem billigere Energie.
Sie kostete durchschnittlich 2,7% weniger als im März 2023, nachdem diese Preise im Februar um 2,4% gesunken waren. Nahrungsmittel verbilligten sich erstmals seit Februar 2015, und zwar um 0,7%. Für Dienstleistungen wurden 3,7% mehr verlangt als ein Jahr zuvor. Die sogenannte Kerninflation, bei der Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, sank leicht auf 3,3%. Die deutschen Verbraucher können auf eine weiter sinkende Inflation hoffen, denn weniger Unternehmen wollen in den nächsten Monaten ihre Preise anheben. Das Barometer für deren Preiserwartungen sank im März auf den niedrigsten Stand seit 3 Jahren, wie das Münchner IFO-Institut bei seiner Firmenumfrage herausfand. Die Inflation ist weiter auf dem Rückzug und dürfte im Sommer unter die 2%-Marke sinken, sagte IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Aus deutscher Sicht spricht nichts gegen eine baldige Zinssenkung durch die EZB. Die Frankfurter Währungshüter streben eine Teuerungsrate von 2% in der Eurozone an. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge gehen Volkswirte derzeit mit großer Mehrheit von einer ersten Zinssenkung im Juni aus. Und wieder wird immer gerne auf die Inflationsrate verwiesen. Woran mag das wohl liegen? Wohl möglich wegen der netten einstelligen Zahl, könnte man vermuten. Denn würden sich die Leute dort draußen auch gerne einmal mit dem Verbraucherpreisindex beschäftigen, welcher viel wichtiger für uns kleine Privatkackerse ist, würden sie feststellen, dass es über Huab nicht so rosig ausschaut und wir alle nur verkackeiert werden. Also könnte man meinen. Der Verbraucherpreisindex hatte seinen Peak im März 2023 mit 22,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat und ist ab da zurückgegangen. Allerdings ist das kein Grund zum Feiern. Denn ein neues Plateau wurde erreicht und ab da ging es zwar langsamer, aber kontinuierlich bergauf. Dasselbe gilt für die Energiekosten, welche ihren Peak mit knapp 23% im Januar 2023 hatte. Na, wenn das kein Grund zu feiern ist, es wäre wieder einmal an der Zeit, auf den Balkon hinauszugehen und Beifall für die Strampelampel zu klatschen. Aber das heben wir uns für gleich auf. Gauck erhält SH-Demokratiepreis. Der frühere Bundespräsident Gauck wird mit dem Schleswig-Holsteinischen Demokratiepreis ausgezeichnet. Mit der Entscheidung würdige die Jury seinen langjährigen und vehementen Einsatz für die freiheitliche Demokratie in Deutschland, teilte Landtagspräsidentin Christina Herbst von der CDU am Dienstag mit. Und ich muss mir wirklich ein Lachen verkneifen. Die Preisverleihung findet bei einem Festakt am 21. Mai im Plenarsaal des Kieler Landeshauses statt. Mit dem Demokratiepreis zeichnen der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Sparkassen des Landes Personen aus, die sich in besonderer Weise um die freiheitlich-demokratische Grundordnung verdient gemacht haben. Mit unserem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck ist die Wahl auf einen überzeugten Europäer und hoch anerkannten Streiter für parlamentarisch-demokratische Strukturen gefallen, erläuterte Herbst. Der Altbundespräsident setze sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit dem Zustand der Gesellschaft und dem Wert liberaler und demokratischer Staatsstrukturen auseinander. Ich ergänze noch kurz, dass er wohlmöglich Falschinformationen über die aktuelle wirtschaftliche Lage verbreitet, sowie gegen die AfD hetzt und dann noch zu Corona-Zeiten einige Bürger in Deutschland gnadenlos mundtot machen wollte. Alles im Sinne der Demokratie natürlich. Zudem belehrt er gerne Menschen mit seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz aus eventuell entsprungenen Stammtischreden sowie einer Auslandspartykultur, wo er doch glatt vergaß, dass er für Deutschland ins Feld zieht. Ist ja auch irgendwie doof, wenn er gerne im Ausland Everybody's Darling spielen möchte und gleichzeitig kritische Themen ansprechen soll. Es scheint fast so, als wäre er mit Stolz da SED-Erbe angetreten und die Macht derer gestärkt, die laut seinem politischen Amt er hätte kritisieren müssen. Also rein theoretisch. Tod von AfD-Politikern gefeiert. Oft werden in Deutschland Verfahren gegen Geldauflagen eingestellt. Diese gezahlten Auflagen kommen nach dem Gesetz gemeinnützigen Einrichtungen zugute. Das ist soweit normale Rechtspraxis. Tatsache ist jedoch, oft profitieren links ausgerichtete und oder radikale Politorganisationen, deren tatsächliche Gemeinnützigkeit umstritten ist. Im Land Hessen zahlten Angeklagte auf staatsanwaltschaftliche oder richterliche Anweisung viel Geld an verschiedene Organisationen und Vereine. Neben unbedenklichen Akteuren wie etwa dem ADAC oder lokale Tafeln profitieren aber auch Organisationen mit starkem politischen Einschlag. So bedachten hessische Richter und Staatsanwälte etwa das Bündnis Fulda stellt sich quer e.V. mit einer insgesamt 4-stelligen Summe an Geld. Teile von Fulda stellt sich quer
bewegen sich in einem linksradikalen Spektrum, bemängeln Kritiker seit Jahren. Die Organisation hat offene Verbindungen zur in weiten Teilen extremistischen und auch gewalttätigen Antifa. Ihr Vorsitzender, der SPD-Politiker Andreas Görke, identifiziert sich im Netz offen mit von Extremisten genutzter Symbolik. Er feierte sogar den Tod von AfD-Politikern. Görke stimmte einem Tweet des grünen Politikers Jürgen Karsek zu, der sich über einen an Corona verstorbenen Politiker der rechten Partei lustig machte. Corona hat mehr gegen Nazis getan als die Sicherheitsbehörden, schrieb Karsek 2021. Görke fragte, wo ist das Problem bei diesem Tweet? Es ist ein AfD-Politiker gestorben. Auch mein Mitleid hält sich in Grenzen. Und so zu denken sei konsequent. Zugunsten des Vereins Fulda stellt sich quer, wurden vor hessischen Gerichten im Jahr 2022 6.400 Euro Strafzahlungen verhängt. Da können wir einmal mehr sehen, was Radikalisierung bedeutet. Ist euch mal aufgefallen, dass die rot-grüne Politikerlandschaft immer gerne bei Gegenwind in die Hass- und Hetzeheulerei abdriftet, aber selbst sehr gerne Hass und Hetze verbreitet, wenn es dem eigenen Zweck, also wohlmöglich dem Machterhalt, dient? Es ist schon erstaunlich, wie die Heuchelei an Pfad aufnimmt mit jedem Prozentpunkt mehr, den die AfD für sich gewinnen kann. Und so richte ich eine sehr, sehr gute Weisheit direkt an die Politiker der SPD und der Grünen. Würde sich die Schlechtigkeit eines Menschen auf dem Gesichte zeigen, so gäbe es in euren vier Wänden keine Spiegel mehr. Paus winkt Millionen von Fördergeldern durch. Im Gespräch mit dem Fokus packt eine ehemalige Mitarbeiterin des Familienministeriums über die mangelhafte Arbeitsweise der Behörde von grünen Politikerin Paus aus. Sie berichtet von Schluderei, Intransparenz und politischer Einflussnahme. Eine Insiderin bestätigt gegenüber dem Fokus, wie man im Familienministerium von Lisa Paus regelmäßig ohne wirkliche Prüfung Steuergelder für Projekte im selbst auferlegten Kampf gegen Rechts verschwendet. Laura, Name geändert und nicht gegendert, war bis vor kurzem Mitarbeitern im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Als Mitarbeiterin in der sogenannten Regiestelle war es ihre Aufgabe, Steuergelder im Rahmen des Bundesprojekts Demokratieleben Millionen von Steuergeldern an Stiftungen, Vereine und Initiativen zu verteilen. Was diese dann mit dem Geld anstellen, interessiere im BMF SFJ kaum jemanden, erklärte Laura dem Fokus. Die Fördermittel des Ministeriums haben sich in den letzten Jahren vervierfacht. Die Ausgaben stiegen seit Paus Amtsantritt von 40,5 Millionen Euro auf beträchtliche 182 Millionen Euro. Gemeinsam mit 60 Kollegen sollte Laura in einer Außenstelle des Ministeriums in Schleife, einem kleinen sächsischen Ort, die Ausgaben des Ministeriums prüfen und zweckgebunden verteilen. Doch mit der Ordnungsmäßigkeit nahm es laut der Frau keiner ihrer Kollegen wirklich genau. Wir haben vieles durchgewunken, weil das Ministerium es so wünschte, erzählte sie dem Fokus. Alles unter dem Deckmantel der Demokratieförderung. Das meiste Geld fließe in Projekte zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Seit 2021 gab die Bundesregierung 22,6 Millionen Euro für solche Projekte aus. Die Bekämpfung von Linksextremismus wurde im gleichen Zeitraum nur mit 1,3 Millionen Euro gefördert. Wofür die Gelder von den Stellen eingesetzt werden, ist weder dem Ministerium noch der Öffentlichkeit wirklich so richtig bekannt. Da insgesamt rund 5000 Projekte, Vereine und Initiativen gefördert werden, bräuchte es laut Laura Tage, um sich einen Überblick zu verschaffen. Eigentlich sind die Projekte zur Transparenz verpflichtet. Doch so gut wie kein Träger veröffentlicht seinen Jahresbericht, fährt Laura fort. Obwohl eigentlich alle der Initiativen über eine Website verfügen, sei ein solcher Jahresbericht kaum irgendwo zu finden. Die Schluderei beginne laut der Frau bereits bei der Antragstellung. Laut Vorgaben müssten die Antragsteller einen Eigenbetrag beisteuern. Aber wenn das Ministerium ein Projekt unbedingt wollte, reichte es, dass der Antragsteller erklärte, dass er sich um weitere Mittel bemüht hat. Laura erläutert, dass eine effektive Überprüfung des Erfolgs praktisch nicht stattfindet. Es werde lediglich kontrolliert, ob die geplanten Aktivitäten umgesetzt wurden. Sie führt aus, manchmal berichten die Projektträger, sie hätten 4 Events geplant und sehen das als 80% Erfüllung ihrer Ziele, auch wenn nicht ein einziges Event wirklich stattgefunden hat. Es gab Fälle, in denen Organisationen keinerlei Aktivitäten zeigten. Und, wundert es einen, mich nicht. Es reiht sich höchstens in die Liste der Verfehlungen der Hampel-Ampel ein.
Von Vetternwirtschaft über Plagiatsbetrug bis hin zum Warburg-Bankenskandal und Machtmissbrauch. Es scheint fast so, als wolle die SPD und die Grünen zusammen eine vorgefertigte Schlechtigkeitsliste abarbeiten. Wenn sie auch sonst nichts hinbekommen, darin scheinen sie sehr stark. Also würden böse Wombats murmeln. J.K. Rowling freut sich darauf, festgenommen zu werden. In Schottland ist am Montag ein neues Gesetz gegen Hasskriminalität in Kraft getreten, welches an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Eine Verschärfung der Gesetzgebung gegen Hasskriminalität in Schottland hat zum Ende der Ostertage heftige Debatten in dem britischen Landesteil hervorgerufen. Mit dem zum 1. April in Kraft getretenen Gesetz Hate Crime and Public Order Act werden neben rassistisch motivierten Taten und Aufrufen zum Hass auch solche aufgrund von Alter, Behinderung, Religion, sexueller Orientierung oder Transidentität unter Strafe gestellt. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn ihr nun in Schottland sagt, dass Markus ganz queerer ein Mann ist, dann könntet ihr dafür vom Recht zur Rechenschaft gezogen werden. Gegner des Gesetzes bemängeln, es könne zu einer Flut von Anzeigen führen, die das Recht auf Meinungsfreiheit gefährde. Zudem kritisieren sie, dass Frauen nicht zu den geschützten Personengruppen zählen. Die Regierung in Edinburgh hatte jedoch angekündigt, ein eigenes Gesetz gegen Frauenhass auf den Weg zu bringen. Der Generalsekretär der Polizeigewerkschaft Scottish Police Federation, David Kennedy, warnte in einem Interview des Radiosenders BBC 4, die Beamten seien nicht ausreichend geschult, um die neue Gesetzgebung anzuwenden. J.K. Rowling postete eine Reihe von transfeindlichen Posts auf X und fügte hinzu, sollte das, was ich hier geschrieben habe, im Sinne des neuen Gesetzes als Vergehen gelten, freue ich mich darauf, festgenommen zu werden. Rowling behauptet seit Jahren zu Recht, das biologische Geschlecht könne nicht geändert werden und bezeichnet Transfrauen stets als Männer, was sie auch biologisch sind. In ihrem Tweet bezeichnete sie die Anerkennung von Transmenschen als neoreligiöses Konzept. Das könnte ich an dieser Stelle genauso unterstreichen. Wie Faeser gegen Desinformation vorgehen will. Lügen von Fake-Accounts oder manipulierte Fotos und Videos schneller erkennen und markieren. Das will Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mitte Februar kündigte die SPD-Ministerin an, eine Früherkennungseinheit aufzubauen. Sie ist Teil ihres Plans zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Für Faeser haben deutsche Rechtsextremisten und ausländische Autokraten etwas gemeinsam. Sie wollen Wut schüren und spalten, vor allem durch Desinformation. Diese Kampagnen müssen nach ihren Worten früh erkannt werden, um sie stoppen zu können. Für Konstantin von Notz ist der Kampf gegen Desinformation überfällig. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagt er, wir haben ernste Zweifel, dass es ausreichend auf dem Schirm ist. Der Grünen-Fraktionsvize ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Das soll die Arbeit der Geheimdienste überwachen. Erst vor kurzem hat das Gremium gewarnt. Es reicht nicht aus, einzelne Angriffe isoliert zu betrachten. Die Strategie dahinter müsse erkannt werden, um sich dagegen behaupten zu können. Vor allem Russland gehe es darum, die deutsche Gesellschaft zu spalten. Zum Beispiel durch Propaganda in den Medien, durch das Unterstützen extremistischer Gruppen oder das Fördern von Migration, wie es in einem Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums heißt. Von Notz nennt Faesers Früherkennungseinheit einen Schritt in die richtige Richtung. Nach seinen Worten ist es wichtig, die vielen unterschiedlichen Sicherheitsbehörden besser miteinander zu vernetzen. Aber nicht nur das. Jeder Einzelne müsse verstehen, dass gerade über Social Media jeden Tag Einflussnahme, Polarisierung und Manipulationen laufen. Das muss man maximal ernst nehmen, so von Notz. Im Bundestag hatte Faeser zuletzt für mehr Geld für diesen Bereich geworben. Wir müssen uns noch besser wappnen gegen Gefahren, die schon längst Gegenwart sind. Das bedeutet auch finanziell mehr in die zivile Verteidigung unseres Landes zu investieren. Im analogen und digitalen Raum. Was hier falsch läuft, wollt ihr wissen. Eigentlich so ziemlich alles. Die Meinungsfreiheit wird demnächst komplett ad acta gelegt oder durch die Meinung derer ersetzt, die schon immer das Beste für uns wollte, weil sie meinen, dass sie wüssten, was das Beste für uns ist. Und gerade eine Fancy Nancy, ein Konstantin oder ein Kiesewetter profitieren von einer Zeit, die solche Ungestalten einer sich etablierenden Meinungsmiliz kopfnickend nicht abzuschütteln versucht sind und uns, die wir kopfschüttelnd diese Situation nicht abnicken wollen, dazu zwingen, noch lauter zu werden und noch öfters die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das kommt wohl nicht von ungefähr. Minister und Staatssekretäre der Bundesregierung haben sich im vergangenen Jahr rund 70 Mal mit Lobbyisten der Immobilienwirtschaft getroffen.
Am häufigsten kam dabei der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, GDW, mit 35 Gesprächen zum Zug, gefolgt vom Zentralen Immobilienausschuss, ZIA, mit 25 Gesprächen. Der Verband der Immobilienbesitzer Haus und Grund wurde 18 Mal in den Ministerien vorstellig. 11 Mal wurde das Wohnungsunternehmen Vonovia zu Gesprächen geladen, 7 Mal zum persönlichen Gespräch auf höchster Ebene mit Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne. Im Vergleich zu den Treffen mit Lobbyisten der Immobilienwirtschaft kam es seltener zu Gesprächen mit Verbänden, die explizit und hauptsächlich Interessen von Mietern vertreten. Das nach dem 2023 beschlossenen Gebäudeenergiegesetz GEG nun die Mieterinnen und Mieter die Kosten für energetische Modernisierungen zahlen müssen, kommt vor diesem Hintergrund wohl nicht von ungefähr, sagte die linken Politikerin T-Online. Die Ampelregierung sei bislang mieten- und wohnungspolitisch ein Totalausfall. Verbesserungen für Mieter schimmeln in den Schreibtischschubladen des Kabinetts, Soley. Anstatt das Finanz- und Immobilienkapital zu hofieren, muss die Bundesregierung endlich mehr zur Entlastung von Mieterinnen und Mietern tun. Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Immerhin wissen wir mittlerweile, wohin der Hase läuft und nach welchem grünen Gemüse seine Nase schnuppert. Wir können nur hoffen, dass endlich Neuwahlen kommen, oder wir müssen uns noch ein wenig gedulden, um unser Recht, die Demokratie durchzusetzen, einfordern zu können, um die Grünen und die SPD aus dem Bundestag zu manövrieren. Betet ihr? Falls ja, dann ist jetzt die Zeit dafür. TV-Duell mit Höcke stößt auf heftige Kritik. Mario Voigt will AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in einem TV-Duell inhaltlich stellen. Das birgt nach Ansicht des Jenaer Kommunikationswissenschaftlers Tobias Rothmund größere Risiken für die CDU als für die AfD. Es nutzt in erster Linie Björn Höcke, weil er durch diese Art des Duells in die Rolle eines ernstzunehmenden politischen Gegners gehoben wird, mit dem man sich die Bühne teilt, sagte Rothmund. Mario Voigt erhoffe sich vielleicht, dass er zu größerer Bekanntheit gelange. Schwer abzuschätzen, wie sehr ihm das hilft, das hängt sicher auch von seiner Performance ab und der Bewertung des Gesprächs im Anschluss. Rothmund ist Direktor am Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration. Das Duell ist für den 11. April geplant. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD lag in jüngeren Umfragen meist über der 30%-Marke und damit auf Platz 1. Dahinter folgte die CDU. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow will noch aufholen, schwächelt aber auch wegen der Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht, das ebenfalls zur Landtagswahl antreten will. Die politische Situation in Thüringen gilt seit Jahren als extrem kompliziert. In Umfragen zeichnen sich keine politisch machbaren Mehrheiten ab. Ramelow führt das Land seit 2020 mit einer Minderheitsregierung. Voigt hatte immer wieder betont, Höcke in dem TV-Duell inhaltlich stellen zu wollen und herauszuarbeiten, welche Auswirkungen dessen europapolitische Vorstellungen für Handwerker und Unternehmen hätten. Rothmund sieht aber große Risiken, vor allem auf CDU-Seite. Ich sehe die Gefahr, dass in einem solchen Gespräch ein Dilemma entsteht. Auf der einen Seite will Voigt die Menschen, die die AfD anspricht, für sich gewinnen, auch mit den entsprechenden Themen. Auf der anderen Seite will er sich von der AfD abgrenzen. Höcke könnte dieses Dilemma offenlegen. Er könnte Voigt in eine Situation bringen, wo dieser entweder zugeben muss, dass die AfD die einzige Partei ist, die eine bestimmte Position glaubhaft vertritt, oder er sich mit der AfD gemein machen muss. Beide Varianten wären eher nachteilig für die CDU, sagte der Experte. Rothmund hält es für ein gewagtes Ziel, Höcke inhaltlich stellen zu wollen. Rechtspopulisten würden in ihren Positionen geschickt so hin und her springen, dass es schwer sei, sie argumentativ zu stellen. Es kann sein, dass eine Lüge dabei ist, dass man auf ein anderes Thema wechselt oder dass irgendwelche Einzelheiten generalisiert werden, so Rothmund. Er sei gespannt, ob Voigt besondere Strategien habe, um Höcke zu entlarven. Ich habe das noch nicht oft gesehen, dass Journalisten oder Politiker in der Lage waren, Rechtspopulisten argumentativ zu stellen. Also ich werde mir das Duell natürlich reinziehen, sofern es wirklich stattfinden sollte, und bin gespannt darauf, wie das ablaufen wird. Ich empfehle jedem, sich einen Eimer Popcorn zur Seite zu stellen, denn es könnte durchaus sein, dass es wie üblich nach der inhaltlichen Ausfechterei und Stilllegung der CDU-Argumente auf die Fühlis heruntergebrochen wird und der gute Mario im Anschluss ein Taschentuch braucht. Also rein theoretisch.
Transfrau spaltet die Dartszene und erntet Hass. Die Debatte um die Transfrau Noa Lynn van Leuven spaltet die Dartszene. Der Niederländerin schlägt nach ihrem Turniersieg auf der Frauentour vor allem Hass entgegen. Zwei Teamkolleginnen treten zurück. Rückhalt bekommt van Leuven von einem WM-Viertelfinalisten. Doch es geht um Größeres. Nach 1,5 Wochen voller Hass suchte Noa Lynn van Leuven den Rückhalt ihrer Community. Während sich immer mehr Sportgrößen in die heiße Debatte um ihre Person einmischen und in den sozialen Medien weiter schwere Anfeindungen einprasseln, erfuhr die Dartsspielerin aus den Niederlanden endlich wieder Anerkennung und Zuneigung. Bei einem Event für Transgender am Osterwochenende in Amsterdam hielt van Leuven eine Rede und führte viele aufbauende Gespräche. Ich brauchte einen sicheren Ort, einen Ort, an dem ich einfach ich sein konnte, schrieb van Leuven bei Instagram. Noa Lynn van Leuven ist trans. 2014 entschied sie sich für eine geschlechtsangleichende Operation. Seit diesem Jahr sorgt sie in der Darts-Szene für Aufsehen. Mitte März gab sie in Hildesheim ihr Debüt auf der Challenge-Tour und gewann auf Anhieb als erste Transfrau überhaupt bei einem PDC-Turnier. Als van Leuven aber in der vergangenen Woche bei einem Event der Women's Series triumphierte, schlug die Stimmung um. Ihre niederländischen Teamkolleginnen Eileen de Graaf und Anka Zeilstra traten aus Protest zurück. In dem Moment, in dem man sich schämt, für die niederländische Mannschaft zu spielen, weil ein biologischer Mann im Frauenteam spielt, ist es Zeit zu gehen, schrieb Zeilstra als Begründung bei Facebook. Auch Tennis-Ikone Martina Navratilova äußerte in der Debatte ihre Meinung. Bitte keine männlichen Körper in Frauensportarten, nicht einmal im Dartsport, schrieb die 18-malige Grand-Slam-Siegerin bei X. Laut einer Studie des Deutschen Bundestags sind Transfrauen nach einem Jahr feminisierender Hormontherapie zu besseren sportlichen Leistungen im Vergleich zu Nicht-Transgender-Frauen fähig. Auch eine Reihe von Akademikern widersprach den Regeln, indem die Einbeziehung von Transgender-Frauen in weibliche Kategorien nicht mit Fairness vereinbar sei. Van Leuven ärgert die Thematik sehr. Das ist ätzend, aber ich versuche mir das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Dazu brauche ich nicht viel zu sagen, immerhin kennt ihr mittlerweile meine Meinung zu diesem Thema. Aber natürlich könnte ich auch rein theoretisch ein paar Worte an van Leuven richten. Und wie würden die wohl aussehen? Keine Ahnung! Man könnte man das etwa ein Du bist ein Mann, sieh es endlich ein und mach Platz für die echten Frauen. Oder gar ein Heul bitte leiser, es gibt Leute, die keinen Biologiekurs brauchen, um zu erkennen, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt, eventuell zu hart sind und deswegen würde ich solche Sachen besser nicht in einem Video sagen. Und nun ist es wieder Zeit, um auf den Balkon zu gehen und wild in die Hände zu klatschen. Und das war es auch schon wieder mit der Tagessau. Denkt daran, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe als Like und Abo da, weil das macht den Popo des Wombat schön kugelrund. Und damit wird auch der Wombat-Bau wieder sicherer. Som, und für FO3328, weil er es sich so gerne gewünscht hat, hier ein kleines Katzenvideo. Da mache ich jetzt mal eine Ausnahme, ihr kleinen Schlingel. Denkt bitte auch daran, bei den anderen Creatoren vom Angerverse vorbeizuschauen. Und ihr seid natürlich auch herzlich auf dem Angerverse eingeladen. Kommt vorbei, lasst uns zu diversen Themen schnacken. Links zu den Creatoren und dem Angerverse findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne immer daran denken. Kein Rückzug, kein Aufgeben, immer der Wahrheit verpflichtet.